Im Süden Oranienburgs wird heute fleißig gewerkelt. Hier soll nämlich ein neues Gewerbegebiet entstehen. Für Christian Strege von der IHK eigentlich ein Grund zur Freude. Aber die Stadt kämpft gerade mit einem Problem. Ihr geht der Strom aus. Was das für die Wirtschaft heißt? Das ist schon ein herber Einschnitt für den Wirtschaftsstandort, wenn in naher Zukunft nicht angesiedelt werden kann. Wir haben viele Unternehmen, die wollen sich hier ansiedeln oder auch bestehende Unternehmen wollen erweitern. Und eine Stromknappheit, wie sie gerade ausgegeben wurde, ist natürlich ein Totschlagargument für den Standort. Grund für den Strommangel? Das alte Umspannwerk. Hier kann nicht so viel Strom durchfließen, wie die wachsende Stadt eigentlich bräuchte. Die Folge? Das Wirtschaftswachstum stagniert. Auch auf potenzielle Hausbesitzer kommen schwierige Zeiten zu, heißt es heute von der Stadt. Deswegen brauchen wir ein neues Umspannwerk und zwar so schnell wie möglich. Da sind wir auch dran. Aber das Wachstum ist halt in einer dermaßen großen Geschwindigkeit, dass wir uns mit Zwischenlösungen behelfen müssen. Und das heißt, im Moment müssen wir auch deutlich signalisieren, wir kommen gerade an unsere Grenzen und wir können tatsächlich, und das ist etwas völlig Neues, nicht garantieren, dass jeder, der ein Haus jetzt bauen möchte, auch einen Stromanschluss bekommt. Die Frage, die sich jetzt viele stellen: Wie und vor allem wie schnell kann man das Problem beheben? In den Stadtwerken arbeite man an einer Lösung. Ein ganz neues Umspannwerk soll her. Wir haben verschiedene kritische Teile, die eine sehr lange Lieferzeit auf dem Markt haben, bereits beschafft, sodass wir sehr gute Hoffnung sind, dass wir bis Ende 26 das neue Umspannwerk auch tatsächlich gebaut bekommen. In der Zwischenzeit suchen die Stadtwerke gemeinsam mit dem Netzbetreiber EDIS nach Möglichkeiten, um das Netz vorübergehend zu entlasten. Außerdem wollen sie sich morgen erstmals mit der Bundesnetzagentur beraten.